Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PlayerUnknown's Battlegrounds hier auf KickMLP. Ich spiele es immer noch liebend gern. Und wir landen wie so oft Rossox Südseite. Und wie so oft Nebensdach. Bin ich etwas zu langsam geworden. Aber auf meiner Seite war niemand. Let's get the loot train going. Keine Kontakte hier. Ja, sieht deutlich besser aus, das Spiel, oder? Wenn man so an die Alpha-Phase zurückdenkt. Wow. Ich weiß, vielen Leuten ist das nicht wichtig, aber ich finde schon very serious, dass das Game auch nach was aussieht. Wo ist denn der? Ah, da vorne steht er. Aber das ist viel zu weit weg für mich. Wurde beschossen. Wir wechseln mal ins Gebäude. Gucken, ob wir bessere Ausrüstung finden. Verstecken sich gerne hier außen an der Mauer. Oh, da ist er. Ah, damn it. Der hat nur die Pistole. Oh, da ist noch einer. Da drüben im Gebäude. Direkt nördlich. Oben. Oberes Stockwerk. Da noch mal einer? Jesus. Was machst du, Junge? Rauskommen. Aber da ist noch mal einer. Irgendwo da oben. Ah! Wo ist der? Ich habe eine Ahnung, wo der sein könnte. Ah, es ist ja niemand da. War close auf jeden Fall. Ich denke, der ist hier auf der anderen Seite, aber sicher bin ich nicht. Doch. Ist er. Könnte klappen. Je nachdem, was er macht. Auf jeden Fall in dem Gebäude vor mir. Je länger ich warte, desto höher steckt mein Health, also alles gut. Ich mache hier keinen Mucks, er sollte mich nicht sehen können. Ein Treffer auf meinen Helm und ich bin tot. Come on, dude, show yourself. Da ist er. Na, jetzt wohin? Lost track. Das ist bestimmt nicht da rein, ich hätte die Türe gehört. Hier ist er auch nicht. Das sind meine Kills, Junge. Die du gerade gelootet hast. Der ist da drin. Keine Granaten leider. Oh, Red Zone.
Oh, wenn sie fällt, muss ich stürmen. Und dabei vielleicht sterben. Das war hier, ne? Das Stockwerk. Seriously, boy. Smooth. Scarrow, please. Jetzt kommt wahrscheinlich die Mittelphase, in der man niemanden trifft. Muss von irgendwo da oben. Ich sehe ihn nicht, aber der muss eigentlich da drüben am Berg sein. Hier? Vielleicht. Kein Kontakt, leider. Kein Sichtkontakt. Okay. Und es war nochmal einer auf meiner Seite von der Stadt. Okay. Still in zone. Also, typische Stelle für mich in einem PUBG-Spiel. Jetzt sitze ich hier. Eigentlich soll ich schön chillen, weil erträgliches Equipment, brauchbare Position. Aber ich habe keinen Bock, ich langweile mich. Hallo. Ich will was erleben. So ist hier zum Beispiel. Komm nach raus, Bub. Bitte. Ist alles safe hier. Die Frage für mich, sind die Gebäude hier schon gelootet? Weil die sahen noch nicht gelootet aus. Oh, super. Telefonanruf. Ja, die sind schon gelootet. Geht nicht. Oh, das ist richtig close. Hatte ich leider nur eine Hand frei. So ist es halt. Danke, unbekannter Störer. Hat er angehalten? Ja, hat er. Okay. Dann halt nicht. Sag mal, ist hier irgendwas noch ungelootet eigentlich? Ich frage, ob der andere hier oben ist irgendwo. Das war von hier. Wissen wir wenigstens, wo der ist. Vielleicht ist der Typ da oben ja auch abgehauen. Zeigen will er sich jedenfalls nicht. Der richtige Moment zu pushen jetzt. Ja, ja, ich weiß, dass es dich gibt. Gib nicht so an. Autsch. Die Frage ist, wo ist der andere? Wenn er im Gebäude hinter mir ist, dann bin ich jetzt tot. Also wenn meine Ohren mich nicht getäuscht haben, ist er in dem Gebäude nördlich von uns. Nordöstlich von uns, 85 Grad. Komm nur. Und tschüss. So ein bisschen argmutig, Junge.
So, vielleicht. Ach, dann. Ich habe keine Zeit, das Gebäude zu checken. Ich muss mich jetzt auf mein Glück verlassen. Ich gehe den Typen da vorne looten, klaue sein Motorrad und verschwinde. Meine Instinkte brüllen mich an, mich sofort hier zu verpissen. Wo ist er gestorben? Das ist jetzt das nächste Blöde. Seine Kiste ist wahrscheinlich ein bisschen woanders, oder? Ja, sieht so aus. God damn it. Can't find it, man. Ja. Und das hat mich das Leben gekostet. Mit der Grozer. Das ist sehr ärgerlich, aber so ist es. Trotzdem brauchbares Spiel. Wunderbar. Ja, ja, ich weiß, das war jetzt nicht die beste Runde aller Zeiten. Aber ich musste, um meine Urlaubszeit abzudecken, ein bisschen in meinen Archiven graben. Und ja, auch solche Videos hier rausbringen, einfach, dass genug Content rauskommt, während ich weg bin. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß dran. Wenn es euch Spaß gemacht hat, bitte drückt auf den Gefällt-mir-Knopf unten. Wenn es euch nicht gefallen hat, auf den Gefällt-mir-nicht-Knopf. Und wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Bis dahin, bleibt mir halten, macht's gut und ciao.